Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Meditalk mit Dr. Hans-Joachim Peterson. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo der Unterschied liegen könnte zwischen einer eher symptomorientierten medizinischen Diagnostik und Therapie und einem eher ursachenorientierten Diagnostik und therapeutischen Vorgehen? Genau darum wird es heute gehen, liebe Zuschauer, und ich werde Ihnen einige Beispiele nennen, wie man da die Unterschiede erkennen kann. Liebe Zuschauer, Sie haben Kopfschmerzen und mit den Kopfschmerzen gehen Sie zum Arzt. Der Arzt holt ein Rezept raus, fragt ihn, wie lange Sie die Schmerzen schon haben und verordnet Ihnen ein Schmerzmittel. Das ist etwas, was allein am Symptom orientiert die Schmerzen beseitigen soll und nichts über die Ursache aussagt. Wichtig ist, dass man im gemeinsamen Gespräch mit dem Patienten darüber nachdenken sollte, welche Ursachen dazu führen können, dass Kopfschmerz entsteht. Denken wir zum Beispiel an die ganz einfache Ursache zu wenig Flüssigkeitszufuhr. Oder denken wir daran, dass hormonelle Störungen Kopfschmerzen auslösen können. Oder gar ein eher zurückliegender Auffahrunfall, der mit einer Blockierung der Halswirbelsäule einhergegangen ist und dazu geführt hat, dass Kopfschmerzen auftreten können. Selbst der Ärger mit der Partnerin oder dem Partner kann Kopfschmerzen verursachen. Insofern gibt es eine Fülle von Ursachen, die möglicherweise die Kopfschmerzen auslösen. Und es macht viel mehr Sinn, gemeinsam mit Ihnen die Ursache Ihrer Probleme zu suchen, als nur das Symptom zu kurieren. Die Weltgesundheitsorganisation hat sich mit dem Thema schon vor 10, 12 Jahren intensiv auseinandergesetzt und das Wort Salutogenese für dieses Vorgehen in der Medizin geprägt, das aber noch nicht überall Einzug gefunden hat. Wir wollen gerne diese Form der ursachenorientierten therapeutischen Maßnahmen verbinden dann mit Prävention, das heißt mit Vorsorge, damit dann, wenn die Kopfschmerzen ausgeheilt sind, sie auch nicht wiederkommen. Letztlich geht es darum, für jeden Einzelnen von Ihnen mit hoher Lebensqualität gesund älter zu werden. Was bedeutet das? Um diese Fragen nach der Ursache beantworten zu können, muss man natürlich Antworten geben auf den aktuellen Zustand des Patienten. Das bedeutet zum Beispiel, dass man sich einen Eindruck verschafft über den Stoffwechsel. Dazu gehören die Mineralstoffe, die Vitamine, die Mineralien im weitesten Sinne auch als Spurenelemente, die Nahrungszufuhr und natürlich auch die Ausscheidung der Giftstoffe, all der Dinge, die der Körper nicht mehr braucht. Und das wird untersucht im Blut, im Urin und im Stuhl. Die Ergebnisse helfen uns dann dabei, die Ursache einzugrenzen und gezielt dort anzusetzen, wo die Ursache zu finden ist. Aber auch ganz andere Dinge aus dem täglichen Leben, zum Beispiel eine Schlafhygiene, kann Kopfschmerzen auslösen. Das Beispiel, was ich Ihnen am Anfang genannt habe, ist weit verbreitet und hilft gut zu verstehen, wie man medizinisch vorgehen könnte. Zum Beispiel Schlafhygiene, das bedeutet, dass man darüber nachdenkt, ist der Schlafplatz in einem guten Zustand? Das heißt, habe ich irgendwelche elektronischen Geräte im Schlafzimmer, elektromagnetische feldverursachende Geräte, wie zum Beispiel die Ladestation vom Handy oder ein schnurloses Telefon oder ein simpler Radiowecker. Die elektromagnetischen Felder verändern die Schlaftiefe zum Negativen und diese Schlaftiefe, die fehlt, führt dazu, dass ich mich morgens unausgeschlafen, müde, kaputt und nicht belastbar fühle. Das heißt, die Kopfschmerzen, die daraus entstehen, können alleine aufgrund dieser elektromagnetischen Felder ausgelöst werden. Ein weiterer Punkt ist, dass wir gerne dann auch die Bewegungsdynamik untersuchen. Und zwar nicht nur die Kopfgelenke und die Halswirbelsäule. Vielfach ist die schlechte Haltung am Arbeitsplatz, eine angewöhnte Fehlhaltung der Wirbelsäule, der Grund, warum Blockierungen entstehen, in der Brustwirbelsäule, an der Halswirbelsäule zum Beispiel. Und so hilft ein osteopathisch-manualmedizinischer, ganzkörperorthopädischer Untersuchungsansatz, hier die Ursachen aufzuspüren. Dazu muss man sich natürlich einmal komplett untersuchen lassen. Das geht von den vom Fußgewölbe bis zu den Kopfgelenken. Und in diesem Zusammenhang werden wir dann die Schwerpunkte finden, da wo sozusagen die Störung ihren Ausgang genommen hat und wo sie in letzter Konsequenz dann zum Symptom, nämlich dem Kopfschmerz, führt. Das kann im Extremfall weit auseinanderliegen.
Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Fuß gebrochen und das Fußgewölbe auf der einen Seite ist komplett durchgetreten, statt gewölbt, also durchgetreten. Und dadurch wird dann über die muskulären Ketten, über die Gelenke der Knie, der Hüfte, die gesamte Spannung auf das Becken übertragen. Das Becken rotiert, dreht sich nach hinten. Die gesamte Rückenmuskulatur wird vorgespannt und die gesamte Spannung überträgt sich über die Wirbelsäule bis hoch zum Kopf. Und durch eine einseitige Schiefstellung des Kopfes entsteht Kopfschmerz. Es ist ein schönes Beispiel, an dem man zeigen kann, dass zum Teil sehr weit entfernte Ursachen das Symptom auslösen können. Und so kann man diese Denkweise, und das ist eine langjährige Erfahrung, diese Denkweise übertragen auf fast alle Krankheitsbilder. Das heißt, Sie als Patient kommen zu Ihrem Hausarzt und fragen, ich habe das und das Problem, was kann ich tun? Und der Arzt ist gefragt, mit Ihnen gemeinsam die Ursache zu suchen und zu finden und im Idealfall sie zu beseitigen. Das macht uns als Ärzten viel mehr Spaß, weil sie dann zufrieden nach Hause gehen und auch langfristig dauerhaft gesund sind, werden und bleiben. Und es macht ihnen viel mehr Spaß, weil sie das Gefühl haben, hier ist wirklich gründlich, kausal das Problem beseitigt worden. Insofern kann ich Sie nur auffordern, fragen Sie Ihren Hausarzt, fragen Sie gezielt nach, können wir nicht gemeinsam die Ursache des Problems suchen? Vor allen Dingen gilt das bei den viel diskutierten Antibiotika, die zu oft, zu leichtfertig bei banalen Infekten gegeben werden und eine Ursachensuche, zum Beispiel im Bereich des Immunsystems, viel langfristig nachhaltiger, hilfreich und wirksam wären. Das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie dabei waren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bei irgendwelchen Fragen, die noch offen geblieben sind, mich persönlich kontaktieren. Ich werde gerne versuchen, alle Ihre Fragen zu beantworten. Außerdem würde ich mich freuen, wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, wenn Sie ihn positiv kommentieren würden oder ihn vielleicht sogar teilen mit Freunden. Bis zum nächsten Mal zum Meditalk mit Dr. Hans-Joachim Peterson.